Sonntagabend, ich bin wieder live. Ich habe es vorher nicht angekündigt, ich habe auch keine Uhrzeit genannt, weil ich leider nicht genau wusste, ob ich es schaffe, weil heute Nachmittag schon Zoom-Call war und ich wusste nicht, was danach vielleicht noch für Gespräche anliegen. Und dann später um 21 Uhr werde ich auch schon wieder einen Zoom-Call haben. Und jetzt habe ich mich aber entschieden, noch kurz live zu gehen und ein bisschen das LR-Geschäft zu erklären und auch, wie Network-Marketing funktioniert, warum ich das überhaupt mache. Das ist ja so Hauptthema hier in meinem Profil und dann wisst ihr alle mal Bescheid. Und ja, also ich stelle mich erstmal vor, ich bin Friede, ich bin 38 Jahre alt, ich bin Beamtin in Hamburg, lebe hier zusammen mit meinem Freund. Und ja, warum mache ich LR oder warum mache ich Network Marketing? Wie bin ich da überhaupt zu gekommen? Ich habe das kennengelernt vor 1,5 Jahren von meinem Liebsten. Und ja, als er damit ankam, da wollte ich da erstmal gar nichts von wissen, weil ich den Kopf voll hatte, weil ich irgendwie gar keine Zeit hatte. Ich hatte einfach lauter andere Dinge zu tun und ich hatte da überhaupt gar kein Ohr für. Und ja, nach einer Zeit, er hat sich davon nicht abbringen lassen und ist trotzdem gestartet, hat sein Ding da durchgezogen. Und natürlich ist es dann nicht spurlos an mir vorbeigegangen, weil ich natürlich auch die Produkte mitbekommen habe, was es so gibt und dann auch irgendwann einige davon ausprobieren wollte und somit dann auch Partner geworden bin. Und ja, dann bin ich mit auf ein Seminar gekommen, wo er eingeladen war und ich irgendwie auch mit eingeladen war. Das fand ich schon mal irgendwie komisch, warum bin ich denn als Lebensgefährte mit eingeladen? Aber das fand ich irgendwie, es hat mir auch geschmeichelt. So, und dann bin ich mit dahin und habe dann das Geschäft eigentlich erst richtig kennengelernt. Und da waren einige Leute auf der Bühne. Also es waren so 1500 Leute in diesem Seminar. Das Seminar hat in Stuttgart stattgefunden. Wir sind von Hamburg morgens nach Stuttgart gefahren, nur für so ein Tagesseminar. Ja, und da waren dann Leute, ganz normale wie du und ich, groß und klein, Männer, Frauen, jedes Alter, jede Nationalität irgendwie, und haben erzählt, was sie früher beruflich gemacht haben und was sie jetzt machen und wie sie erfolgreich geworden sind in dem Geschäft. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was die können, das kann ich auch. So. Und für mich war dann aber erst so, ja, ich möchte hier gerne, ich habe meinen Job geliebt und ich mag den auch immer noch. Ich mag vieles an meinem Job, an meinem Hauptberuf. Ich wollte am Anfang nur so, weiß ich nicht, 250 Euro, 300 Euro dazu verdienen, weil das ist ja schon eine Menge Geld mehr im Monat. Und und mir dann davon vielleicht so die eine oder andere Reise gönnen. Im öffentlichen Dienst ist es ja auch möglich, dass man zum Beispiel ein Sabbatical macht. Das habe ich schon zweimal genutzt und habe dann einfach mal 2 Monate und einmal 3 Monate freigenommen, beziehungsweise mir Freizeit erkauft, denn ich habe in der Zeit auf mein Gehalt verzichtet, hatte dafür Freizeit und war in Südostasien reisen und habe dort auch in einem Meeresschutzprojekt gearbeitet und habe dann damals schon gedacht, boah, geil, so hier zu arbeiten und so, das ist richtig pure Freiheit, hier sind keine Touristen, du hilfst anderen Menschen und so in diesem Meeresschutzprojekt. Und es war ein super geiles Erlebnis, wo ich dann aber auch gedacht habe, naja gut, ich habe aber meinen gelernten Beruf, den kann ich ja jetzt nicht einfach kündigen und ein neues Studium anfangen. Ich bin ja jetzt Ende 30, habe meine laufenden Fixkosten und das ist halt irgendwie nicht drin. Also es war für mich so ganz weit weg. Und wie gesagt, mein gelernter Beruf macht mir auch halt einfach Spaß. So, und nach der Zeit hier, ich habe dann aber einige Seminare besucht und auch so und habe gemerkt, dass ich ziemlich schnell die erste Karrierestufe erreicht habe. Also ich bin im August 2018 Partner geworden und im Oktober war ich schon Junior Manager und hatte eigentlich irgendwie gar nichts dafür gemacht, außer dass ich ein paar Leute mal eingeladen hatte und andere das Geschäft erklärt haben und auch die Produkte. Und plötzlich war ich Junior Manager und dann habe ich dafür extrem viel Anerkennung bekommen. Ich durfte mir zum Beispiel auch ein Auto leasen und was ich erst gar nicht wollte. So, aber dann so, und dann habe ich immer mehr das Geschäft kennengelernt und auch passives Einkommen, dass man hier die Möglichkeit hat, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Also nicht wie in einem anderen Nebenjob. Also wenn man jetzt hier Junior Manager ist oder so, da hast du halt nur so da hast du halt 250 Euro. So, wenn du jetzt, oder wenn du Manager wärst, hast du 500 Euro, dann hättest du halt hier diesen 450 Euro Jobs
So wie wenn du irgendwo kellnerst oder so. Das ist aber nicht nachhaltig. Und hier kannst du es dir nachhaltig aufbauen, dass das Geld auch kommt, wenn du vielleicht mal nichts mehr machst. So. Und das ist mir dann irgendwann klar geworden. Und was mir auch zu dem Zeitpunkt klar geworden ist, dass das der Nebenjob ist, den ich immer gesucht habe. Und dass das hier eine Möglichkeit ist, in meinem Hauptberuf kürzer treten zu können. Denn wenn ich mir hier ein passives Einkommen generiere, heißt das, ich kann in meinem Hauptberuf sagen, hey, ich arbeite ein paar Stunden weniger und verbringe diese Zeit lieber mit den Menschen oder mit den Leuten, mit denen ich gern zusammen bin, als mit denen, die mir vorgesetzt werden zum Beispiel. Und ich habe halt für mich in meinem Beruf auch festgestellt, so ich bin, also am Anfang war es ja so, da habe ich studiert, dann wurde ich lange im, wurde man alle paar Jahre befördert, also es gab immer eine Gehaltssteigerung. Und in den letzten Jahren, ja, da stagniert es einfach. Und jetzt ist es, jetzt, also nach, ich habe ja noch ungefähr 22 Jahre, die ich arbeiten müsste, aber nach oben hin sind da gar nicht mehr so viele Aufstiegsmöglichkeiten. Und wenn es Möglichkeiten gibt, aufzusteigen, dann in der Form, dass man sich auf eine Stelle bewirbt, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass jemand anders, der diese Stelle gerne hätte, nicht bekommt. Also es ist auf Kosten anderer. Und sind wir auch mal ehrlich, wenn man in einer Firma Karriere macht, dann sägt man ja und an dem Stuhl von dem, der da drüber ist. Oder so. Und das alles hast du im Network Marketing nicht. Und warum ist das so? Oder wie funktioniert das überhaupt? Oder was ist LR überhaupt? Darauf komme ich jetzt einfach mal. Also LR ist eine deutsche Firma, die gibt es seit 35 Jahren. Die sind in Nordrhein-Westfalen allen und die sind in Direktvertrieb und Network Marketing und produzieren alles aus dem Bereich Körperpflege, Beauty und Gesundheit. Ja, diese drei Bereiche sind Wachstumsmärkte. Und die stellen alles in einer sehr, sehr hohen Qualität her und lassen sich das auch durch unterschiedliche Institute wie Institut Fresenius oder Dermatest absichern oder bestätigen ihre Qualität. So. Und wie funktioniert jetzt Network Marketing? Also wenn du hast sicherlich vielleicht auch schon mal was empfohlen. Vielleicht hast du schon mal ein Restaurant empfohlen oder einen Kinofilm. Oder vielleicht hast du dich mal in einem Fitnessstudio angemeldet und hast da einen Kumpel mitgenommen, mit der mit dir dann zusammen trainieren gegangen ist, wo du auch Bock hattest, ja, mit dem will ich zusammen trainieren und so. So, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Restaurant empfiehlst und dein Freund oder deine Freundin, dein Bekannter, irgendwer aus deinem Umfeld geht auch dann in dieses Restaurant und geht dann da essen und findet es da auch gut, was hast du davon? Nichts. Also ist ja nicht schlimm, aber du hast dem anderen eine Freude gemacht, dem Restaurantbesitzer auch, aber eigentlich hast du ja nichts davon. Das ist eigentlich unfair, finde ich. Und wenn man es jetzt mit einem Fitnessstudio vergleicht, bei meinem ist es zum Beispiel so, wenn ich einen neuen Trainingspartner mitbringe, der sich dann da auch anmeldet, dann bekomme ich Cashback, 50 Euro. So. Wenn der jetzt aber noch 5 weitere Trainingspartner mitbringt, aus weil der einfach Freunde hat, die auch alle Sport machen wollen, oder sich dann noch einen Eiweißshake kauft und von den 5 Freunden bringt auch noch jemand einen mit, dann habe ich gar nichts mehr davon. Und bei Lea ist es anders. Hier ist es einfach so, ich wollte am Anfang, ja, ein oder andere Produkt haben. Es gibt hier ein Diätprogramm, was ich unbedingt machen wollte, was auch super geil ist, super geile Produkte. Komme ich aber nochmal. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir, aber dann komme ich noch ein anderes Mal dazu. Ja, und dann habe ich eine Partnernummer bekommen. Und auf jeden Fall, wenn jetzt jemand wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hängen geblieben mit dem Produkt. Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand was mit einen anderen mitbringt, dann hast du halt nichts mehr davon, weil er ist anders. Du kannst eine Partnernummer haben, ja, die bekommst du mit einer Erstbestellung. Und bei mir waren es halt Produkte, weil ich abnehmen wollte und ein bisschen Kosmetik. Und da kann man sich aber individuell, kannst du dir das zusammenstellen. Du hast also schon mal kein Risiko, weil du sowieso für dein Geld Produkte bekommst. Du bestellst dir einfach, du kannst dir aus dem Katalog, es gibt einen Online-Katalog oder einfach in Papierform, schreib mich an, wenn du den haben möchtest, ich schicke ihn dir gerne zu. Kannst du dir einfach Sachen aussuchen im Wert von 170 Euro und dann ist es so, dann kannst du eine Partnernummer bekommen und dann
bekommst du direkt auf diese Produkte Prozente, nämlich 30%. Das heißt, zahlst du noch 120 Euro für deine Produkte. Und damit du diese 30% für immer hast, bis an dein Lebensende, zahlst du einmal 29,90 Euro. So, dafür bekommst du aber auch Unterlagen und bei deiner nächsten Bestellung noch Geschenke und so. So, dass du überhaupt keine Investition in dem Sinne hast. Ja, du kriegst ja für das Geld, für die Sachen, die du sowieso haben willst, kriegst du Produkte. Du kannst ja auch, weil er gibt's auch vorgefertigte Pakete, entweder nur zum Thema Körperpflege, zum Thema Gesundheit, denn unsere Gesichtsreinigungsbürste, also Thema Schönheit oder aus allen Bereichen etwas zusammen. Ja, gibt es so. Und dann kannst du schon mal die Produkte kennenlernen. So. Und du kannst dich auch entscheiden, einfach alle Sets zusammenzunehmen. Das ist Profi-Business-Einstieg. Also wenn du schon weißt, du willst hier voll durchstarten. Aber ich sag mal, für jeden, der es erstmal ausprobieren will oder der erstmal ein bisschen was kennenlernen möchte, der kann sich einfach ein paar Sachen zusammenstellen. So, und dann lernst du die Produkte kennen. Und das ist auch die erste Regel, wenn man hiermit auch Geld verdienen möchte. Man muss natürlich einige Sachen kennenlernen, weil du kannst ja auch jetzt nicht ein Restaurant empfehlen, in dem du nur nicht essen warst, sondern du empfiehlst ja keinem etwas, was du nicht kennst. Dazu brauchst du natürlich ein paar Sachen. So, die bekommst du dann durch diesen Einstieg, durch dieses Set sogar subventioniert. Ja, und kannst halt deine Lieblingssachen oder die Sachen, die dich interessieren, für dich raussuchen. Ja. Probierst sie aus und dann findest du so deine Lieblingsprodukte und die fängst du an weiterzuempfehlen. Genau. Und wem empfiehlt man denn meistens etwas? Man macht es ja meistens irgendwie in seinem Umfeld. Also meine erste Partnerin war eine Freundin von mir, meine zweite war meine Mutter. Und dann einige bekannte Kollegen, so, weil sich das einfach auch in den Gesprächen ergeben hat. So, und du wirst hier, das ist halt auch das, also du, deine zweite, das ist halt deine zweite Regel, du suchst andere Leute, die auch Bock haben, die Produkte zu benutzen oder auch weiter zu empfehlen. Ja. Du hast auch die Möglichkeit, dadurch, dass du ja 30% günstiger bei der Firma einkaufen kannst, hast du natürlich eine Handelsspanne, nämlich 40%. Und kannst diese Sachen natürlich auch, wenn du möchtest, ganz klassisch verkaufen. Dafür stellt dir eher einen Online-Shop und eine eigene Webseite zur Verfügung. Musst dich darum nichts kümmern. Das ist klassischer Verkaufen. Das andere ist halt Teamaufbau. Und du findest halt einfach andere Leute, die auch dauerhaft 30% sparen möchten bei den Produkten oder auch weiterempfehlen. So, und dann baust du dir nach einer Zeit ein Team auf. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar. Das ist hier kein, das denken immer leider viele, dass man hier schnell reich wird oder so. Nein, so ist es nicht. Jeder, der das erzählt, das ist Blödsinn. Also klar, das ist auch ein Nachteil. Du, am Anfang investierst du dann vielleicht etwas mehr Zeit und da kommt wenig bei rum. Und natürlich ist es Arbeit neben deinem Hauptberuf. Du musst dir vorstellen wie eine Abendschule oder wie ein Fernstudium oder wenn man Geselle ist und macht man noch eine Weiterbildung zum Meister, Meisterschule, ne? Also so eine Fortbildung. So, und das Ganze, und dann bringst du diesen Menschen einfach Regel 1 und 2 bei. Also holst die Produkte, finde andere Vertriebspartner und bring denen 1 und 2 bei. Und dann fängst du an, dir damit quasi ein Netzwerk aufzubauen. Nutzt dein eigenes Netzwerk, was schon vorhanden ist, baust dir zusätzlich ein weiteres auf. So. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, wir haben alles zum Thema Körperpflege, Gesundheit und es sind alles Verbrauchsprodukte. Das heißt, wenn etwas alle ist, dann bestellt man ja meistens nach, wenn man es gut findet. Und der Vorteil ist ja auch, du kannst ja alles online bestellen, musst ja jetzt nicht zu Corona-Zeiten raus in den Laden, sondern du kannst es halt online bestellen. So, und wenn etwas leer ist, bestellt man es neu. So, und das werden deine Teampartner oder die meisten davon auch tun. Und jedes Mal, wenn ein Produkt hier wieder bewegt wird, also wenn irgendwer irgendein Produkt für sich selbst nutzt
oder weiterverkauft, ne, dann wirst du am Umsatz beteiligt, nämlich und zwar bei jedem Einzelnen. Es wird dann niemandem etwas weggenommen, sondern da hat er ja einen ganz, ganz tollen Karriereplan, der ist super transparent, den versteht man vielleicht nicht beim ersten Mal durchlesen, aber wer sich ein bisschen bezahlen kann oder so, der versteht den nach der Zeit. Und als ich ihn verstanden hatte, konnte ich nicht mehr nachts schlafen und da war für mich auch klar, ich werde das Ding hier durchziehen und damit nicht mehr aufhören, bis ich hier meine Ziele erreicht habe. Weil wenn es bei anderen funktioniert, warum soll es dann bei mir nicht funktionieren? Ich weiß halt nur noch nicht wie. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ein Produkt bewegt wird, bist du am Umsatz beteiligt. Jetzt kannst du dir vorstellen, dein Team, das wächst mit der Zeit. Du kannst beliebig viele Leute in dein Team holen und die wiederum können auch beliebig viele Leute holen. So. Und jedes Mal wirst du überall beteiligt. Und dadurch entsteht dann nach einer Zeit ein passives Einkommen, weil das Ganze geht bis an dein Lebensende. Ja, und das kann immer weitergehen und weiter und weiter. Und das ist halt das, als ich das verstanden hatte, konnte ich nicht mehr schlafen. Dann war es halt nur so, dass ich dachte, ja, okay, wann erreiche ich das? Oder das ist auch sowas jetzt. Ob das jetzt in einem Jahr ist, in 3 Jahren, in 5 Jahren, es ist ja egal. Aber du hast die Möglichkeit, du hast unendliche Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. Das habe ich in meinem Hauptberuf nicht. Da ist das begrenzt. Und da macht man sich auch nichts vor, bis nach ganz oben werde ich da nie kommen. Und egal, wie sehr ich mich anstrengen würde, weil es haben einfach andere Menschen in der Hand, ne? Also du musst dich mit deinem Chef gut verstehen, brauchst eine gute Beurteilung, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und hier hast du es komplett selbst in der Hand. Machst du viel, kommst du viel. Also do this, get that. Und das ist halt so das super Faire. Und was dabei halt auch noch so wichtig ist, finde ich, ist, dass du das alles nicht alleine machen musst. Also bei mir war es immer so, ich hätte mich niemals selbstständig gemacht. Also ich bin halt typisch Beamter, ich brauche Sicherheit und auch finanzielle Sicherheit. So. Und wenn ich es bei meiner Mutter oder bei anderen gesehen habe, die sich selbstständig gemacht haben, habe ich immer nur gesehen, boah, die arbeiten aber auch echt, weiß ich nicht, manchmal 14, 18 Stunden am Tag und nächsten Morgen wieder. Und oder auch Angestellte, sage ich mal, die in einer höheren Position sind, die vielleicht etwas mehr verdienen als der Durchschnitt, machen wir uns auch nicht vor. Die arbeiten auch keine 40 Stunden, die arbeiten 60, 80 Stunden die Woche. So, und als Selbstständiger, wie gesagt, dann brauchst du dann noch die Idee, da musst du richtig viel investieren, da brauchst du vielleicht Räumlichkeiten, Laden, ja. Und bist auch noch die ganze Zeit komplett so selbstverantwortlich und also und hast dann die Kosten im Hintergrund. Und wenn das dann nicht läuft, dann kann es auch richtig gut in die Hose gehen. Also deshalb wäre für mich Selbstständigkeit niemals in Frage gekommen. Andere Möglichkeit ist ja noch, oder deshalb sind auch die meisten Leute im Angestelltenverhältnis, also 95%, ja, weil genau aus diesem Grund, weil sie entweder die Idee nicht haben, das Geld nicht, das Risiko nicht eingehen wollen, ja. Und als Selbstständiger hast du ja auch das Problem, wenn du in Urlaub fährst, ja, dann zahlst du doppelt. Dann hast du nämlich einmal keine Einnahmen und zweitens zahlst du den Urlaub noch. Und wenn du krank bist auch, dann kann, also für mich wäre es nie in Frage gekommen. Nächste Möglichkeit ist ja, dass du sagst, ja, ich werde Unternehmer. Dann hast du andere Angestellte, dann partizipierst du deine Arbeitskraft, lässt andere für dich machen und dann hast du schon echt viel mehr Freiheit. Aber ein Unternehmen zu gründen, dafür brauchst du ein richtig großes Startkapital, eine richtig gute Idee und du hast einfach auch extrem viel Verantwortung für deine Mitarbeiter ja auch. Also ich glaube, jetzt gerade zu dieser Zeit ist es echt, gerade auch für viele Selbstständige und für viele Unternehmer echt ein Problem, weil die ihren Laden nicht öffnen können, weil die ihre Mitarbeiter nicht bezahlen können und einfach da gerade viele Existenzen kaputt gehen. So, aber du hast natürlich sonst als Unternehmer die schon mal da, vor allen Dingen viel höhere Verdienstmöglichkeiten und viel mehr die Freiheit, ne? Du kannst dann, also da kümmern sich andere um das System, dass es läuft. So, und hier bei LR und im Network ist es halt einfach so, da hast du du hast ein schlüsselfertiges System und Unternehmen, eine schlüsselfertige Firma. Du brauchst keine eigene Idee, du brauchst keine große Investition, du brauchst keine Lager, du brauchst keine Miete zahlen, du
brauchst dich nicht um die Produktion kümmern, nicht um den Versand. Das macht alles LR für dich. Du kannst einfach diese fertige Firma nehmen und dieses fertige System und kannst es für dich nutzen. So, und da bist du auch völlig frei, wie du das nutzt. Du bist frei darin, ob du diese Weiterempfehlung, ob du dieses Geschäft offline machen möchtest. So wie es in meiner Organisation ist, da wir arbeiten wirklich hauptsächlich offline. Ich bin eigentlich die Einzige, die hier auf Instagram das auch so ein bisschen macht. Jetzt zu Corona-Zeiten sind da auch einige am Umdenken und machen auch zusätzlich online. Aber das kann man sich komplett aussuchen, wie man arbeiten möchte. Du bist dein eigener Chef. Es ist lediglich so, dass dir alle sagen, wie sie es gemacht haben und wie sie erfolgreich geworden sind. Und das ist halt auch der Unterschied zu dem normalen Arbeitsleben, sag ich mal. Also bei meinem Beruf ist so, meinem Chef ist das echt ziemlich wurscht, ob ich befördert werde oder nicht. Dem ist wichtig, dass ich irgendwie motiviert bleibe, damit der Laden läuft, damit die Arbeit gemacht wird, klar. Aber generell, was das Persönliche angeht, ist ihm das egal, ob ich Karriere mache, ob ich erfolgreich bin. So, und im schlimmsten Fall, wenn es ihm nicht passt, dann setzt er mich woanders hin. Und hier ist es einfach so, dadurch, wenn du dein Team hast und dein Team aufbaust, dann möchtest du ja auch, dass die Menschen in deinem Team erfolgreich werden. Also tust du natürlich auch alles dafür, die zu unterstützen, dass die erfolgreich werden. Und genauso erlebe ich es auch. Also heute zum Beispiel, ich habe das Starter-Webinar geguckt von meinen Vizepräsidenten. Also diese Menschen sind seit 20 Jahren in diesem Geschäft. Die sind absolut Experten so, und die teilen ihr Wissen. Machen ein Webinar, das kann ich mir angucken, das konnten sich meine Teampartner auch angucken. Und danach habe ich sogar noch einen Anruf persönlich von denen bekommen, weil die ein Feedback wollten und so. Also wir arbeiten hier ganz eng zusammen im Team alle. Und das ist halt auch der Unterschied zu, wenn man sich so alleine normal selbstständig macht. Ey, bist du doch alleine gelassen, dann bist du doch alleine da, musst selbst gucken, wie du deinen Laden zum Laufen bringst. Und hier ist es einfach so, du wirst hier richtig an die Hand genommen, wenn du es möchtest. Das musst du natürlich mitbringen. Also man muss hier lernbereit sein und Bock haben auf Erfolg. So, von nichts kommt hier auch nichts, weil das heißt, Network ist natürlich auch Arbeit. Ja, aber wenn man das möchte, dann bekommt man hier halt auch die Unterstützung. Zum Beispiel bei mir ist es auch so, dass ich vieles über Zoom-Calls jetzt mittlerweile mache und wir haben Live-Webinare, die fallen jetzt natürlich zur Corona-Zeit aus, aber das wird alles gerade online nachgeholt. Nächste Woche Sonntag ist unser Riesen-Business-Day, das wird wie so eine Live-Fernsehshow, ich freue mich schon richtig drauf und du bekommst eine LR-Partnerseite, da kannst du dich selber fortbilden, da gibt es ganz viele Online-Webinare, aufgezeichnete, es gibt immer am Monatsanfang eins und es gibt halt auch persönliches Coaching bei uns in der Orga, so es ist, oder Tipps, wo man sich noch Infos ziehen kann und alles, ne? Aber da musst du natürlich von dir dann selber bereit sein, das auch anzunehmen, ne? Und es wird hier aber auch keiner gezwungen, wenn du sagst, hey, nö, irgendwie ist das doch nicht für mich oder ich möchte eigentlich erstmal nur ein paar Produkte kennenlernen und ansonsten möchte ich eigentlich noch gar nichts damit zu tun haben, dann wirst du auch in Ruhe gelassen. Ne? Also es ist hier nicht so, dass hier einer kommt und sagt, du musst, weil du bist, wie gesagt, dein eigener Chef und du kannst selbst entscheiden, was du daraus machst. Ich habe für mich dann halt einfach erkannt, das ist der Weg raus aus diesem Fremdbestimmtsein. Ne? Also mir macht mein Hauptberuf macht mir wahnsinnig Spaß, was mir aber nach der Zeit halt einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, ist einfach zu erkennen, dieses, du hast nur 30 Urlaubstage. Ich möchte eigentlich ist mein Leben viel zu kurz für all die Sachen, die ich unbedingt noch erleben möchte. Und das Geld reicht dafür aber auch nicht so. Und dies ist jetzt einfach eine Möglichkeit und da braucht man sich auch halt auch gar keinen Druck machen, das sich aufzubauen. Oder auch, ja, viele denken ja noch gar nicht so weit, da gehörte ich allerdings schon immer zu, auch vorher schon, was ist denn im Alter? Altersvorsorge. Ganz viele haben einen Job, wo sie vielleicht jetzt 1.500 Euro netto verdienen,
Das hat man hier schon ab der 21%, also ab der Orgaleiterstufe und ab der vierten, fünften Karrierestufe, Entschuldigung. Und wenn man netto 1.500 Euro verdient, dann bleiben ja später, wenn du in Rente gehst, da werden ja nochmal 50% abgezogen. Und damit musst du dann ja leben. So, also so ein Tier kannst du einfach dir das passiv aufbauen. Du kannst, wenn dir ein Dachziegel auf den Kopf fällt, du kannst das Ganze vererben ab einer gewissen Stufe. Und die Firma sagt auch zum Beispiel ab Silberorgaleiter, also das ist die siebte Karrierestufe, die manche hier in 3 Jahren oder noch schneller erreichen. Da kannst du auch sagen, oh, ich höre jetzt einfach auf. Verzichte hier auf meinen Bonus und dann zahlt dir die Firma 3.000 Euro Rente. So, und dann kannst du halt einfach gar nichts mehr machen. So, und das finde ich halt auch einen geilen Gedanken, ne? Dass ich einfach 10 Jahre oder 15 Jahre früher in Pension gehen kann und gar nicht bis 60 arbeiten muss, zumindest nicht als Beamter. So, weil. Also ich weiß nicht, ich finde es auch super nervig, zum Beispiel wenn man einfach mal krank ist oder so, dass man normalerweise würde ich wegen vielen Sachen gar nicht zum Arzt gehen, aber da muss man zum Arzt gehen, weil man das gelbe Schein braucht. Dann sitzt du den ganzen Vormittag da, weil du natürlich keinen Termin hast, weil es ja spontan passiert ist, dass du krank bist. Und weiß ich nicht, das musst du ja dann nicht als Selbstständiger. Ja, und viele wünschen sich vielleicht auch einfach ja, mehr Zeit mit der Familie. Oder ich weiß nicht, wie viele von euch, wo vielleicht beide arbeiten gehen oder die Frau in Elternzeit ist und ja, dann halt auch irgendwie ein Gehalt wegfällt. Und der Mann ist die ganze, oder der andere Partner ist halt die ganze Zeit unterwegs und sieht eigentlich gar nicht die Kinder aufwachsen. Ist doch auch blöd. Oder halt als Student, da sagst du vielleicht, ja, ich brauche irgendwie was nebenbei. Kannst natürlich irgendwo kellnern gehen, ja, jetzt im Moment ist es halt auch schlecht. Dieses Ganze, das LR-Geschäft, kannst du von zu Hause aus machen. Und du kannst das Gleiche verdienen wie beim 450-Euro-Job, aber halt dir deine Zeit frei einteilen. Du kannst von zu Hause machen. Du machst dir, wie gesagt, am Anfang nichts alleine. Wir machen alles zusammen. Wie das alles funktioniert, das würde ich dir dann erklären. Wie gesagt, du musst nur den Willen mitbringen und da Lust drauf haben. Und offen sein, das kennenzulernen, weil es halt einfach für viele was Neues ist. So, für mich war es das auch. Ich habe zum Beispiel am Anfang, ich war auch super skeptisch, ne? Ich habe auch gedacht, boah, ist hier so Schneeballsystem und so. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ey Leute, informiert euch mal. Network Marketing, ey, da gibt es sogar an der Uni Professor Zacharias, der macht da Studien drüber oder der unterrichtet das richtig. Ja, aber ich muss auch sagen, ich war am Anfang halt auch so. Ich war super skeptisch und was habe ich gemacht? Ich habe auch Dr. Google gefragt. Ich habe sowieso in meiner Vergangenheit viel Dr. Google gefragt, auch bei gesundheitlichen Sachen. Und mittlerweile stelle ich einfach fest, wenn du im Internet nach Sachen suchst, die schlecht sind oder nach was Negativem suchst und nach negativen Meinungen, wirst du das auch immer finden. Wenn du nach was Positivem suchst, wirst du auch das finden. Egal zu welcher Firma, du wirst immer was Positives und was Negatives finden. Aber wenn du was Negatives finden möchtest, dann findest du es. Du wirst es nur wissen, wie es wirklich ist, wenn du es selber ausprobierst. Also so habe ich es auch schon immer im Gehalt. Ich kannte das zum Beispiel Kinofilm, was ich vorhin sagte. Ich habe das ganz oft gehabt, dass irgendwer gesagt hat, oh, der Film ist schlecht oder der Film ist gut. Dann habe ich den geguckt und ich fand es komplett anders. Ich fand den vielleicht voll gut, obwohl der gesagt hat, ist schlecht. Oder ich fand den schlecht, obwohl derjenige gesagt hat, ist gut. So, also du kriegst es nur raus, wenn du es selber ausprobierst. Deshalb, ich kann euch hier immer viel erzählen. Ihr müsst es selbst ausprobieren. Und wie gesagt, man hat kein Risiko, weil wenn man eine Partnernummer bekommt, man ist zu nichts verpflichtet, man unterschreibt hier keinen Vertrag, gar nichts. Man kriegt ein paar Produkte 30% günstiger. Und zwar alles Sachen des täglichen Bedarfs, die ihr sowieso im Badezimmer stehen habt. Also man kann ja auch hier ein Shampoo nehmen, eine Zahnpasta und Mineralien, wenn du sowieso Sport machst und dir immer Magnesium musst, dann nimmst du Mineralien und einen Eiweißshake und also man hat halt einfach kein Risiko. Kann einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, sich das mal anhören. Und wenn du dich entscheidest auch, das ausprobieren zu wollen, dann mach es auch richtig. So, ausprobieren heißt nicht, ha, 3 Tage oder 2 Wochen oder mal einen Monat.
Oder ich frage mal drei Leute, ob die vielleicht Interesse hätten. Kann ich dir gleich sagen, das wird nichts. Und auch nicht alleine los, sondern alles machen, wir machen es im Team. Und sondern ausprobieren heißt es wirklich mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr wirklich durchzuziehen. Wirklich, ja, wie eine Ausbildung zu einem klassischen Beruf, wenn wir es so nennen wollen. Einfach mal das durchziehen, weil dann erst dann könnt ihr euch, da kann man sich da wirklich ein Urteil drüber bilden, würde ich sagen, ob das was für einen ist oder nicht. Und ja, genau. Das ist, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich werde damit, ich weiß für mich, dass ich da niemals mit aufhören könnte, weil ich einfach schon viel zu viel weiß. So, glaube ich, würde es mir niemals verzeihen, dass das Einzige, wo ich sage, es ist ja egal, ob das jetzt in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren ist, dass ich da mein Ziel erreicht habe, aber das komplett lassen, das könnte ich gar nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass man hier viel mehr Freiheit erfahren kann. Und als in meinem klassischen Beamtenberuf. So, ich hab hier einfach die Freiheit zu sagen, ha, heute arbeite ich oder tue es nicht und wann und auch mit wem. Kannst dir aussuchen, kannst dir dein Team selber zusammenstellen. Also zum Beispiel, ich nehme auch nicht jeden in mein Team auf. Ne? Also wenn ich merke, da stimmt die Chemie nicht oder weiß ich nicht, der hat eine ganz andere Einstellung zu Dingen oder zu Leben, also so zu ganz andere Werte als ich. Sorry, aber oder ich kann, also ich gucke auch genau, mit wem ich mir überhaupt vorstellen kann, zusammenzuarbeiten. Ja, sonst, das ist halt auch das Geile hier. Du kannst dir dein Team halt selbst zusammenstellen. Ja, weil so wie es vielleicht ein Chef in seiner Firma auch macht, er guckt ja auch, ach, wer passt so, ne? Und das würde ich auch dir raten. Also auch wenn du generell überlegst, in einem Network anzufangen, guck es dir genau an, guck dir die Firma an, guck dir die Produkte an, guck dir und vor allen Dingen guck dir an, in welchem Team du einsteigst, ob du da dann auch entsprechend Ausbildungsmöglichkeiten bekommst. Weil niemand sollte hier alleine auf alle losgelassen werden. Und ich würde dir auch raten, zieh nicht alleine los, sondern hol dir Unterstützung von deiner Upline. Du wirst sie generell eigentlich immer bekommen, weil deine Upline ja auch daran interessiert ist, dass du erfolgreich bist, weil bist du erfolgreich, bedeutet das, dass die erfolgreich sind. Win-win-Situation. Ja, und jetzt zum Abschluss halt einfach nochmal die Frage, ne? Also kannst du in deinem Beruf, in dem du jetzt bist, dem du auch bleiben sollst, weil man macht sie nebenberuflich, aber kannst du da langfristig gesehen deine Wünsche und Träume miterfüllen in und mit deinem Beruf? Das wäre mal so die Frage so zum Abschluss und mit der würde ich das Ganze jetzt hier auch beenden. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Ich werde das Video 24 Stunden speichern. Ich werde es auch auf YouTube hochladen später. Das mache ich auch mittlerweile mit all meinen Live-Videos. Schreibt mir also, wenn ihr noch Fragen habt und teilt es auch gerne mit anderen. Wie immer bin ich nicht auf alle Themen eingegangen, weil er einfach zu komplex ist. So. Und ja, dann sehen wir uns die nächsten Tage. Und ach so, an dieser Stelle, ich möchte noch mal einladen, nächste Woche Sonntag, LR Business Day. Das ist wie eine TV-Show, wenn da jemand Interesse hat, mit dabei zu sein, auch dann bitte meldet euch und schreibt mir. Ganz liebe Grüße, habt einen schönen Sonntagabend. Ich schalte jetzt ab. Bis bald.